Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Opening. Wie ihr es schon am Titel lesen konntet, machen wir heute insgesamt 10 Mal die Raichu Geeks Kollektion auf und... Bedeutet einfach mal 50 Booster. 50 Booster, schimmernde Legenden von dieser wunderbaren Kollektion. Die sehen alle aus, Dennis hat gesagt, als wären sie durch einen Tornado geflogen, die Boxen. Ist aber nicht schlimm, weil wir machen sie auf und... Oh yeah, schimmernde Legenden. Ich habe... I love it. Boah, muss ich doch ganz ehrlich sagen. So... Wie gesagt, wir haben nochmal quasi die Hand an diese Dinger bekommen. Deswegen haben wir gedacht, okay, machen wir einfach mal auf, weil wenn wir es können und Bock drauf haben, weil Schimmernde Legenden ist einfach ein, ist der Burn. Ne? Solange man das Set noch bekommen kann, ist das einfach cool, das aufzumachen. Persönlich macht es mir einfach wahnsinnig viel Spaß. Jumbo. Und Jumbo. Pikachu Holo. Und diese wunderbare Raichu GX. Die prinzipiell eigentlich immer eine relativ gute Qualität hat aus den Boxen tatsächlich. Mhm. Und yeah, ich würde sagen... Die Pikachus lieben wir nicht. Yes, das geht wieder weg. Und wir schaffeln das Ganze jetzt auch einfach auf. Das ist wieder so ein knackiges Video quasi. Und... Ich sag mal, 50 Booster, schimmernde Legenden. 50 Booster, yes. Was wollen wir draus ziehen? Testtube Mewtwo. Wir wollen ein Testtube Mewtwo ziehen. Oder Marshadow. Fängt schon mal relativ gut an. Bei mir fängt es auf jeden Fall mit einer Energiekarte an und einem Viridium als Holo. Nice. So. Weiter geht's. Energiekarte fliegen wir mal. Ballern das hier hin. Yes. Latias. Nichts Besonderes. So, komm, geh aus dem Pack raus. Und was haben wir aus diesem Pack? Ein Palkia. Auch nichts Besonderes hier raus. Ja, wie gesagt, schimmernde Legenden, einfach immer wieder cool. Keldeo. Ich bin auch irgendwo froh, dass das ganze Set, es hat einen Reprint bekommen. Tatsächlich. Und da bin ich auch eigentlich ganz froh drum. Weil es einfach heißt, dass wir nochmal gut rankommen. Und der erste Pull. Raichu. Nice. Passend zu unserem... Fuller 3-2. Genau, zu unserem. Oh, ich habe auch einen Pull und es sieht nach einem Zekrom. Zekrom natürlich. Zoroark. Zoroark aus. Sehr schön. Zoroark GX. Die spielbarste Karte aus dem Set. Beziehungsweise die Karte, die ja eigentlich. Keine Ahnung. Und. Hier haben wir. Entei Full Art. Lange nicht mehr gesehen. Entei Full Art und ich habe auch was. Und ich glaube, es ist ein Raichu. Jetzt hat jeder bei uns ein Raichu. Stell dir mal vor, wir haben ja nachher 10 Raichus liegen. Aber hey. 10 Regular Raichus. Das wäre schon. Die Boxen waren schon mal. Jetzt muss ich ein bisschen den Stefan diesen. Unsere beiden Boxen waren schon besser als eine 3. Ja, wir können aufhören. Tschüss, schön, dass ihr da wart. Nee, so. Auf geht's, rein geht's. Eine wunderbare Coin. Braucht die jemand? Hat jemand Bock auf die Coins? Sammelt die jemand? Ich weiß nicht, es gibt ja irgendwie für jeden Sammler, sogar die Jumbo-Karten sammeln die Leute. Vielleicht gibt es ja auch jemanden, der Bock hat auf die Dingens. Man weiß es ja nicht. Könnt ihr euch gerne melden. So. Aber sicher. Einmal Raichu. Einmal Pikachu. Wunderschöne Karte, das Pikachu, finde ich. Das in Holo. Sehr nice. So. Einmal dahin. Einmal dahin. Und dann geht's weiter. Direkt die nächsten 5 Packs. Und eine Secret Rare wäre schon schön, wenn wir hier noch eine rausziehen würden. Oder generell einfach ein paar schimmernde Karten. Das wäre so mein Goal. So, und ein Shaman. Und sonst nichts. Keldeo. Hyperball, ist okay. Und Viridium. Und Palkia. Palkia. Ja, ups. Ja. Schimmernde. Guck mal, das Pack ist schon für die Leute, die immer schreiben, ja, wir würden nicht so auf die Karten eingehen. Im Grunde genommen sind diese großen Openings eigentlich nur so Openings, die unser Sortiment hat. Oh, schimmerndes Volcanion. Die unser Sortiment auffüllen und deswegen ja, was erklären. Sortiment auffüllen? Ja, aber wir Bock, das ja, zu machen. Wir erklären aber halt jetzt nicht jede Karte, weil ich denke ja, genau. Mal, dass schimmernde Legenden eigentlich für jedem bekannt sein sollte. Oh, ein schimmerndes Mew. Ja, wunderbar. Sehr nice. Ja, schimmer. Ja, wie gesagt. Das Set ist ja auch schon seit 2017 draußen. Deswegen solltet ihr die Karten meistens schon gesehen haben. Aber nice. Also die Box war jeweils auch wieder gut. Mit einer Schimmernde. Du hattest nur das Schimmernde bekannt. Ah, nee, du hast noch ein Set. Schick.
So, und ein Keldeo. Ja, wir haben ja eigentlich, ich sag mal, genug Openings auf dem Kanal zu Schimmernde Legenden, wo wir ein bisschen Slow Roll gehen quasi. Mhm. Deswegen bin ich jetzt eigentlich mal der Meinung, dass die 10er Openings aufgeschaffelt dann doch irgendwie cooler und besser sind. Und ja, stell mal vor, wir werden 10. Lass Like da! Aufmachen. Das wird lange dauern. So, deswegen. Und wieder diese Tornado-Boxen. Oh. Das ist jetzt die Tornado-GX-Kollektion. Also wirklich, ist nichts am rechten Fleck. Das hat es gerade ein bisschen schwer zu zeigen. Die Drumboard in die Promos. Ja, die immerhin. Ne? Also ist schon mal relativ viel wert. Nice. So. Knack. Ich hoffe nur, dass das nicht das letzte Schimmernde Legenden-Opening ist, was wir machen. Ich hoffe auch. Dass wir da nochmal irgendwie nochmal rankommen. Ich gebe mein Bestes, Leute. Ich gebe oder wir geben unser Bestes, da nochmal an Schimmernde Legenden ranzukommen, weil es macht einfach Spaß. Auf jeden Fall. Ich finde, Schimmernde Legenden hätte sogar ein Komplettset sein können. Mann, stell dir mal vor, es gäbe noch mehr GX-Karten und noch mehr schimmernde Karten. Oh, wäre das cool. Na, vielleicht kommt ja sowas noch raus. Shaman. Schimmernde Legenden. Hier wäre richtig geil gewesen, wenn es hier einfach. Hupa. Wenn es hier einfach die Dinger gegeben hätte. Die? Mashadow? Oh ja, die Geeks-Shinies. Das stimmt. Das hätte gepasst. Vielleicht kommt das ja bei uns dann als 2019er. Also 2090 werde ich wahrscheinlich nicht mehr leben, aber ich weiß ja nicht, was du vorhast. Wer weiß. Nee, 2019er-Set meine ich natürlich. Das 2019er-Set. Okay. Sehr gut. Wäre auf jeden Fall cool, wenn sie das beibehalten würden, dass es jedes Jahr so ein Set gibt. Mal schauen. So. Vorletzte Pack. Ich muss gerade mal meine Hupas sleeven. Komm schon. Ach, Viridium. Die Box war bis jetzt nicht so geil. Und ein Raichu GX. Nice. Immerhin. Mhm. Wunderbare Raichu. So, und komm, letztes Pack für diese Box. Da können wir doch was rausholen. Und wir können sogar wirklich was rausholen. Und es ist ein Zoroark GX nochmal. Sehr schön. Die GX-Karte, die man haben will. Drei Hupas waren in meiner Box. Was? Holy shit. Das ist gut. Nice. Zoroark GX, das heißt, es ist jeder Hit, jeder Box ein Hit bis jetzt. Und jeweils noch zwei Boxen da, Leute. Mhm. Jeweils noch zwei Boxen da. Deswegen, das haben wir gemeint. Die Packs sind einfach alle komplett irgendwo. Das heißt, ich will nicht wissen, wie oder wo die Boxen oder das Case, wo die Boxen drin waren, schon überall waren, beziehungsweise ja. Stimmt, in irgendeinem großen Lagerraum runtergefallen. Deswegen gibt es jetzt auf einmal so viele Scheiße. Ja, wahrscheinlich. Wie ich so gerne sage, vom Laster gefallen, gesponsert. Ups, Jumbo. Packs. Eine Coin. Und noch ein Pack. Raichu. So. Noch ein Raichu. Vielleicht ziehen wir noch ein paar geile Sachen. Yes, da jetzt noch ein Testtube. Jetzt noch ein Testtube. Da wäre ich doch mit dabei, oder? Mhm. Da wäre ich doch definitiv mit dabei. Und. Schimmerndes Arceus. Schon lange nicht mehr gesehen, ja. Ja. Und Mewtwo GX Full Art. Fängt gut an, die Box. Meine auch. Die Boxen, die fangen wieder gut an. Sehr schön. Aber immer noch kein schimmerndes Irahi. Ja, irgendwie werden wir, glaube ich, zu Lebzeiten nichts mehr ziehen. So. Ich glaub, auch. Nächstes Pack. Und was gibt's bei dir? Ein Pack hier. Und bei mir gibt's ein Manaphy. Okay. Okay. Aber wir sind schon am Testtyp Mewtwo zumindest mal dran. Und eine Pokémon-Züchterin. Und Energie. Schön. Und Hyperball. Und ein Marshadow. Gut. Gut, gut. Nice Boxen. Auf jeden Fall. Pokémon-Züchterin ist schick. Ein paar spielbare Sachen. Also bis jetzt gut. Perfekt. Zwei Packs haben wir noch für die Box. Und was haben wir hier? Ein Hooper. Das findet der Dennis ja wahnsinnig toll.
Und Manaphy. Ja klar, Hooper ist geil. So. Brauchst du nochmal Perfect Pet gleich rein? Ja, ist auch eine relativ spielbare Karte, also. Und Goldbild. Und noch ein Hooper. Und Manaphy. Gut. So. Jetzt wollte ich gerade eine Karte sleeven, die schon gesleeved ist. Und da würde ich sagen, gehen wir in die letzte Box. Genau, in die letzte Box von diesem knackigen 10er Opening. Und ich glaube, bei mir war wirklich keine Box, die anständig ausgesehen hat. Bei dir auch nicht, oder? Okay. This box is a mess. So, solange die Karten davon nichts davon tragen, ist das alles easy. Und alles egal. So. Den Raichu-Code. Viel Spaß damit. Ups, einmal die Jumbo noch. Jumbo. Die Raichu, zack. Jumbo, Jumbo, Taxi. Ein Opening ohne Gesprächsthema. Okay. Ja, was will man schon groß erzählen? Hi. Hi. Hype, hype, hype. So, einmal noch Pikachu. Also komm, jetzt noch ein Premium-Hit. Jeder. Jetzt noch ein Premium-Hit. Oh ja. Die machen wir mal ein bisschen. Machen wir zwar shuffeln, aber ein bisschen easy shuffeln. Ist hier was? Oh, ein Code. Ein Shaman. Und ein Keldeo. Okay, nächstes Pack. Und eine Energiekarte und ein Viridium. Beziehungsweise eine Reverse-Energie, da freuen wir uns eh drüber. Ach ja, aber Reverse-Energiekarte, die sind mega gut. So, schön mal eine Legende. Und ich glaube, ich habe was. Noch ein Mewtwo GX Full Art! Nice. Sehr schön. Das heißt, ich hatte jetzt ein Kelly. Jeder Box im Winter was gezogen. Ich das noch nicht. Ist nice. Ich bin noch in Zug. Dennis, du kannst das, du schaffst das. Hau raus. So, vorletztes Pack bei mir. Latias. Ja, Dennis, Last Pack Magic muss da noch kommen. Mhm. Und bei mir ist. Au! Oh. Was? Da sind zwei Full Art Mewtwo's drin. Ja, zwei Full Art Mewtwo's hintereinander in einer Box. Läuft. Okay, nice. Ich glaube, das Mewtwo. Oh, der hat sich gerade kurz angefühlt, das hätte die keine Riffnung gehabt. Oder? Doch, die hat eine Riffnung. Haben sie manchmal nicht. So, dann mach ich jetzt. Das wäre halt cool gewesen, dann wäre es ein Missprint gewesen. Die sind nämlich teuer normalerweise. So. Letztes Pack, Dennis. Nebeneinander. Mhm. Nebeneinander. So. So, ich habe Feuerlenk. Wasser. Schadenstransport. Ein Hirokex. Lilly. Energiezugewinn. Ramot. Fojelin. Plusseln. Voltoball. Bamelin. Kapfels. Kanimani. Flammiau. Kurtel. Ignivor. Ein Pikachu. Pelilo. Ein Arbok. Pokémon-Züchterin. Reshiram. Und komm, yeah! Entegix. Läuft, immerhin. Auf jeden Fall mein Pull und ich würde sagen, die 10 Boxen, die waren voll in Ordnung. Hier einmal nochmal kurz im Overview, wie das so aussieht. 10 Pikachu-Promos, Coins und 10 Raichu. GX Full Art, ich finde die Karte wahnsinnig schön. Mhm. Die ist wirklich, die sieht einfach cool aus, finde ich. Also hat was. Und ja, die Pulls, definitiv eigentlich gar nicht so schlecht, würde ich sagen. Insgesamt, glaube ich, 3 Energiekarten rausgepult. Sehr schön. Paar Trainer-Holos, paar spielbare, 5 Hoopers tatsächlich. Nice. 3 Mal Shadows. Upsa. Dann haben wir Full Arts gehabt. Wir haben, wie gesagt, die 3 GX Mewtwo gezogen, das Entei und die gute Pokémon-Züchterin. Dann haben wir 2 Zoroarks gezogen, 3 Raichus, 1 Entei und die schimmernden Karten. Also ich bin zufrieden. Definitiv. Sehr schönes Opening. Sehr gut, sehr gut. Beziehungsweise sehr schöne Puls und ja, schimmernde Legenden. Bitte sei nicht so schnell ausverkauft. Wir wollen noch ein bisschen was... noch ein paar schimmernde Legenden aufmachen. Oh ja, wir wollen ein bisschen was von dir noch aufmachen. Und ja, ich würde einfach sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst auf jeden Fall eine positive Wertung da. Checkt auf jeden Fall alles ab, was in der Beschreibung verlinkt ist. Discord, Instagram, Spreadshirt, schickt uns Buddies Mail, eBay, wenn ihr Einzelkarten kaufen wollt. Mhm, und ja,
Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Macht's gut. Ciao. Ciao.